Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit dem Review zu den Phantom Knights. Neues Team Deck, das in Wing Raiders rauskommen wird. Ist so ein neues Set, Nachfolger von High Speed Raiders und wird bereits am Donnerstag erscheinen. Das Set ist nicht gerade stark gehypt. Juckt bisher eigentlich fast gar keinen. Das einzige Interessante, was vielleicht drin ist, ist, was gerade angekündigt wurde, ist Diamond Crab. Ansonsten nur Raid Raptor Support, diese Phantom Knights, über die wir heute reden werden, und Super Quantum, die möglicherweise ein bisschen interessant sein könnten. Aber dazu kommen wir morgen. Heute halt jetzt die Phantom Knights. Dann wir als erstes The Phantom Knights of Ancient Cloak. Also die Phantom Knights sind alle Krieger und Finsternis und haben irgendeinen Friedhofseffekt. Und die Zaubern fallen auch. Und der hier kann, falls sich diese Karte in Angriffsposition befindet, kannst du ein Finsternismonster auf dem Spielfeld wählen? Ändere diese Karte in Defense und falls du dies tust, erhält das Monster bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners plus 800 ATK und Defense. Richtig nutzloser Effekt. Du kannst diese Karte, also jetzt kommt der allgemeine Effekt, glaube ich, den alle Phantom Knights haben. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Füge deiner Hand eine Phantom Knight Karte von deinem Deck hinzu. Außer Phantom Knight des uralten Schleiers, also außer ihn selber. Und du kannst jeden Effekt von Phantom Knight des uralten Schleiers nur einmal pro Spielzug verwenden. Und der wird ultra rare. Also Monster-Effekt absolut nutzlos. Friedhofseffekt ziemlich gut. Die Frage ist halt, wie die in den Friedhof gelangen. Aber für den Anfang würde ich ihm 5 von 10 Sternen geben. Einfach als Basis. Dann kommen wir zu der nächsten Karte: The Phantom Knights of Silent Boots. Auch Level 3, 200 ATK, 1200 Death, Kriegerfinsternis. Und falls du ein Phantom Knight Monster kontrollierst, kannst du diese Karte spezialbeschwören von deiner Hand. Und diesen Stiefel kannst du nur einmal pro Runde durch diesen Effekt spezialbeschwören. Also auch ziemlich schwacher Effekt. Und du kannst den von deinem Friedhof verbannen, füge deiner Hand eine Phantom Knight Zauber- oder Fallenkarte von deinem Deck hinzu. Und du kannst die nur einmal pro Runde aktivieren, diesen Effekt. Super rare. Zweiter Effekt ist schlechter als der von dem ersten, aber der erste Effekt ist besser als der von dem ersten. Deswegen gebe ich dem auch mal 5 von 10 Sternen. Dann kommen wir zu Phantom Knights of Red Gloves. 1000 ATK, 500 Death. Sein Effekt ist ein finsternes Exit-Monster, das mit dieser Karte auf dem Spielfeld als Material beschworen wurde, erhält den folgenden Effekt. Falls es als XYZ-Beschwörung beschworen wird, erhält es 1000 ATK. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, lege eine Phantom Knight Karte von deinem Deck auf den Friedhof und du kannst die Effekte wieder nur einmal pro Spielzug verwenden. Also Monster-Effekt, der erste wieder vollkommen nutzlos. Also gibt dem XYZ-Monster, für das er verwendet wird, 1000 ATK, vollkommen nutzlos. Und dann sein Friedhofseffekt ist, dass er eine Phantom Knight Karte millt. Also kannst du sozusagen jede reinlegen, die du willst und dann dessen Effekt aktivieren. Also das ist schon mal nicht so schlecht. Gibt dem Deck ein bisschen mehr Konstanz, würde ich sagen. Deswegen kriegt er mal 6 von 10 Sternen. Dann haben wir als nächstes Phantom Knights of Cracked Helm. Der ist jetzt Level 4. 1500 ATK, 500 Death. Falls eine oder mehr Phantom Knight Karten auf den Friedhof gelegt werden, erhält diese Karte 500 ATK. Auch wieder vollkommen nutzlos. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Füge deiner Hand während der Endphase dieses Spielzugs eine Phantom Knight Karte von deinem Friedhof hinzu. Und den Effekt kannst du wieder nur einmal pro Runde aktivieren. Also der ist schlechter als die davor. Feldeffekt vollkommen nutzlos, so wie bei allen von denen. Und Friedhofseffekt erst in der Endphase, also viel langsamer. Ich würde dem 3 von 10 Sternen geben. Dann haben wir als nächstes The Phantom Knights of Fragile Armor. Der sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Mal schauen, was er kann. Der ist jetzt auch Level 4, 1000 ATK, 2000 Death. Falls ein oder mehr offene Phantom Knight Monster, die du kontrollierst, durch Kampf oder Karteneffekt zerstört werden, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Auch vollkommen nutzlos. Und falls du diese Karte von deinem Friedhof verbannst, kannst du eine Phantom Knight Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann eine Karte ziehen. Okay, den braucht man halt dreimal. Also den braucht man im Deck und dann, um die ganzen Phantom Knights auf den Friedhof zu bekommen und dann deren Effekte zu aktivieren, aber gefällt mir bisher nicht so wirklich das Deck. Der kriegt jetzt 6 von 10 Sternen. Bisschen besser als die anderen, aber eigentlich auch vollkommen schlecht.
Dann kommen wir zu deren XYZ-Monster, The Phantom Knights of Break Sword. Rang 3 Exceed, 2 Monster der Stufe 3, also kann man auch in anderen Decks spielen, was man auf jeden Fall tun sollte. Hat 2000 ATK, 1000 Death und Armor pro Spielzug. Kannst du ein Material abhängen von dieser Karte und dann eine Karte, die du kontrollierst und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, wählen und beide zerstören. Was halt richtig krass ist, so wie Scrap Dragon, nur in Exceed-Form jetzt. Rang 3er waren richtig schwach bisher, außer Dante. Ich habe selber gemerkt, als ich Burning Abyss eine Zeit lang gespielt habe, dass die 3er einfach gefehlt haben. Da hatte man echt nicht so viele Optionen und der ist jetzt ziemlich gut. Also man spielt sogar immer noch fucking Zen Mains und der ersetzt den einfach auf jeden Fall. Damit kommt man halt endlich über störende Monster und störende Zauber und Fallen drüber. Davor musste man auf Zen Mains gehen und dann reinlaufen und dann konnte man endlich erst schießen. Also der ist ziemlich gut. Dann sein Phantom Knight Effekt ist, falls der zerstört wird, kannst du zwei Phantom Knight Monster mit derselben Stufe in deinem Friedhof wählen, die spezial beschwören und deren Stufe um 1 erhöhen. Aber dafür kannst du für den Rest des Spielzuges keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Finsternis Monster. Der wird Secret Rare. Sollte man sich auf jeden Fall ein paar Mal ranholen. Kann man allgemein in vielen Decks spielen. Ich würde dem 8 von 10 Sternen geben. Dann kommen wir zu deren Zauberkarte, Phantom Spear. Permanente Zauberkarte. Jedes Mal, wenn der Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die deine Phantom Knight Monster zielt, füge deinem Gegner 500 Schaden zu, was vollkommen nutzlos ist wieder. Ich kann nicht fassen, wie schlecht dieser Effekt ist. Und falls ein Finsternismonster, das du kontrollierst, durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden würde, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Also so ähnlich wie diese eine Karte für Infernals. Auf jeden Fall absolut unterirdisch schlecht. Ich gebe dir 2 von 10 Sternen. Ich will die nicht ziehen. Ich will die nicht mal millen. Also selbst der Effekt aus dem Friedhof ist eigentlich vollkommen nutzlos. Einfach nur Platzverschwendung im Deck. Dann kommen wir zu den Fallen. Da haben wir als erstes Phantom Knights Fogblade. Permanente Fallenkarte. Aktiviere diese Karte, indem du einen Effektmonster auf dem Spielfeld wählst. Annulliere dessen Effekte. Das Monster kann nicht angreifen und zusätzlich können Monster das gewählte Monster nicht als Angriffsziel wählen. Wenn es das Spielfeld verlässt, zerstöre diese Karte. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Phantom Knight Monster in deinem Friedhof wählen und es spezial beschwören. Also so eine Art Fiendish Chain für die Phantom Knights plus Friedhofseffekt sowie Call. Ich nehme an, man kann die auch im gegnerischen Zug aus dem Friedhof verbannen, weil es ein Fall ist. Bin mir aber nicht sicher. Falls es jemand weiß, kann das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, relativ gute Karte. Würde ich 7 von 10 Sternen geben. Suchbare Fiendish Chain und wenn sie im Friedhof ist, wie Monster Reborn, also sehr solide. Dann haben wir als nächstes Phantom Knights Sword. Auch permanente Falle. Aktiviere diese Karte, indem du ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählst. Es erhält 800 ATK. Zusätzlich, falls das gewählte Ziel durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden würde, kannst du stattdessen diese Karte zerstören, also einmal schützen. Wenn es das Spielfeld verlässt, zerstöre diese Karte und dann Friedhofseffekt wieder verbannen aus dem Friedhof und dann kannst du ein Phantom Knight Monster in deinem Friedhof wählen und das Spezial beschwören. Also eigentlich dasselbe wie davor. Ist so eine Art Lanze für die Phantom Knights, schützt deine Monster. Aber statt Lanze, also Lanze verringert ja die ATK und das gibt ATK dazu, also ein bisschen besser, auch noch suchbar, aber Effekt ist jetzt nicht so über, deswegen 6 von 10 Sternen. Dann kommen wir zu der letzten Falle, und zwar Phantom Knight Wing, Flügel der Phantomritter, normale Fallenkarte. Wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld, es erhält 500 ATK und zusätzlich wird das gewählte Ziel das erste Mal in dem Spielzug durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden würde, nicht zerstört. Und dann wieder verbannen aus dem Friedhof und dann ein Special. Also eigentlich genau wie Schwert, das davor nur nicht dauerhaft und dafür nur 300 ATK weniger. Also ich würde dir auch 6 von 10 Sternen geben. Das war's mit den Phantom Knights. 10 Karten. Es gab noch ein paar ältere, aber die waren richtig schlecht. Also sogar noch schlechter als die in dem Set jetzt. Wing Raiders, 10 neue Karten für die Phantom Knights. Ein nicht so überwältigendes Themendeck.
da fehlt auf jeden Fall der Speed und ich sehe auch den Sinn hinter dem Deck nicht. Also es hat keine Bossmonster, es hat keinen krassen Move. Es kann nicht viel specialen. Es kann nicht viel auspacken, es kann nicht krass abgehen. Also metatechnisch so nicht unbedingt zu empfehlen. Man muss auch noch einen Weg finden, die alle in den Friedhof zu bekommen. Ist auch nicht so leicht. Also taugt mir einfach gar nicht. Die Friedhofseffekte finde ich alle ziemlich gut. Aber die anderen, die ersten Effekte davon sind dafür komplett nutzlos. Also ich würde dem Deck 4 von 10 Sternen allgemein geben. Ihr könnt unten in die Kommentare gerne schreiben, was ihr von dem Deck haltet. Vielleicht habt ihr schon mal ein gutes Bild gesehen und kennt ein paar krasse Moves von denen. Könnt ihr alles unten gerne in die Kommentare schreiben. Oder falls ihr eine Deckliste habt oder sowas. Ansonsten schreibt, was ihr von dem Deck haltet. Seht ihr Potenzial, werdet ihr spielen oder so. Oder eher nicht. Ansonsten war es auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal und leidet nicht so viel. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mir's.